Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, ja, hab ich, absolut, an diesem Go-Kart-Mock von Technik is the Best. Ja, fantastischer Name. Das ist ein Mock aus dem relativ neueren 50-Euro-Technik-Set von Lego, dem Bugatti-Boliden. Ich habe zwar ein kurzes Video gemacht, um den kurz vorzustellen, weil mein Sohn mal halt mitgearbeitet hat, aber ich habe keinen Bock. Vereinfacht gesagt, wenn euch der so gefällt und der euch ein Artgenosse dran ist, dann ist das völlig in Ordnung. Er funktioniert einwandfrei. Wir haben natürlich wieder die üblichen hervorstehenden Achsen, ne? Wie sie Lego gerne, sehr gerne macht. Warum auch passgenau? Weiß keiner. Da hinten sind zwei 8er-Reihen Zylinder, also ein 16-Zylinder-Motor da hinten drin. Man kann nicht richtig runtergucken, Hand-of-God-Steuerung. Ja, das war's. Wenn es euch gefällt, man kann es bauen, der Bauspaß ist okay. Ehrlich gesagt, ein bisschen höher als bei dem PC. Aber ja, also wem es gefällt, kann man machen. Wichtig ist, Rabatt kaufen, nicht mehr als 40, 41 € ausgeben und sich dann in der Mock-Szene umsehen. So, also, und Technik ist der Best hat diesen Go-Kart gebaut. Jetzt mache ich das mal kurz so, dann sieht man das besser. Cool, oder? Gefällt mir also. Der ist ziemlich cool, also ich finde den optisch ganz gelungen. Es ist der leistungsstärkste Go-Kart, den es je gegeben hätte, wenn man den würde so umsetzen. Denn er hat einen 16-Zylinder-Motor. Genau, das zeige ich gleich hier unten. Dann gucken wir also mal kurz von vorne. Das hier ist einer der Drucke. Ich habe keine Aufkleber verwendet. Wenn also irgendwas ist, dann ist es bedruckt. Die Front gefällt mir ganz gut. Die Räder haben den Seitenblechschutz hier mit dran, wie man so sieht. Ist okay. Wir haben hier die Seite, die gefällt mir auch ganz ordentlich. Es ist jetzt nicht der optisch schönste, aber klar erkennbar. Wir haben hier hinten einen schönen Spoiler. Er wollte ihn so haben auf dem Bild, aber es gefällt mir nicht, also habe ich ihn so gemacht. Egal. Schöne Leitstange nach oben zum Verbinden, finde ich gut. Und hier seht ihr den Motor. Genau. Er hat den freiliegend gemacht auf beiden Seiten, sodass er also auch hier ein 16-Zylinder-Motor drin ist, was für einen Go-Kart ein klein wenig hoch ist. Ne? Dezent. Dann haben wir hier die Steuerung. Es gibt natürlich keine Hand-of-God-Steuerung, braucht es ja nicht, das ist ja frei zugänglich, ist ja ein Go-Kart. Die Steuerung ist ziemlich cool gemacht, gefällt mir auch mal wieder eine leicht andere Art wie auch schon. Gefällt mir. Wir haben hier einen Sitz, einen Schalensitz da drin. Das ist doch auch was Schönes. Sicherheitsbügel. Und ja, dann kommen wir zum hinteren Kotflügel. Das ist halt die bedruckten Teile, ne? Ist klar. Hier hinten sieht man so, dass den Motor wieder ein bisschen abgedeckt wird, da hinten mit der Haube. Hier sehen wir mal zum Beispiel auch, warum dieser Lego Bugatti ganz okay ist. Sie haben neue Teile reingemacht. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel mal hier seht, das da hier ist neu, diese Teile sind neu. Die Teile sind natürlich alt, die kennt ihr, die wurden vor ungefähr 2 Jahren eingeführt. Und die haben sie jetzt eben ergänzt mit zum Beispiel solchen Winkel hier, die alle mit Kreuzachse verbunden werden. Das ist toll, auch diese Teile hier sind neu, diese Winkel. Und damit lassen sich richtig schön neue Verkleidungen bauen, wie zum Beispiel hier solche Konstruktionen. Also ich würde mal sagen, bei 1 zu 10er Modellen und 1 zu 8er Modellen werden wir jetzt viel, viel geschlossenere Fahrzeuge erleben, allerdings auch mit einer höheren Teileanzahl. Ne? Aber ja. Ich bin mal gespannt, wie sehr sich die chinesischen Kopierer die Teile einfach eins zu eins klauen oder ob sie sie verändern. Ich nehme an, Kader wird ein paar Designänderungen vornehmen und was Ähnliches einführen. Naja, gut.
Was gibt es noch hier zu ihm zu sagen? Ach ja, das Heck natürlich. Auch ganz optisch nett gemacht. Gefällt mir auch hier, seht ihr wieder die neuen Teile. Ne? Das finde ich cool. Gefallen mir, die passen schon optisch dazu. Und von unten habt ihr hier, hier seht ihr die Nockenwelle. Ne? So. Um den 16-Zylinder-Motor anzutreiben. Er ist von beiden Seiten, also kein Differential. Jo. Also, ich finde, dass es ganz ordentlich ist. Das hat er nicht schlecht hingekriegt vom Design her. Der Technik ist the best oder die Technik ist the best. Er möchte 5,50 € dafür, wenn ich das richtig im Kopf habe. Lass mich mal kurz gucken. Ja, 5,50 €. Es werden nicht alle Teile verwendet, also man hat einiges übrig. So ein paar Stangen sind ein paar da, viele Kleingefuddel, ein paar von den gelben Teilen. Er wollte mehr schwarz haben von den Paneelen. Da gibt es einige übrig. Ja, allerdings ist das völlig in Ordnung, solange ausreichend da ist, was dran. Solange dran ist, was dran gehören muss. Und das ist es. Der Bauspaß, ich habe es ja einerseits ein bisschen erwähnt, ist an manchen Stellen ist es halt ein bisschen nicht so schlau. Ja? Also man muss dann, man baut dann was ein und später muss man dann so schmal irgendwo da hinten was ranknallen. Also 300, Moment, wenn wir hier gerade zu der Bauanleitung kommen. Da geht nicht viel ab pro Sache. Das ist relativ einfach gehalten. Aber wo war das jetzt? Ja, zum Beispiel. Moment, lass mich das ein bisschen größer machen. Also diese große Kreuzachse, die kommt an eine Stelle rein. Und statt dass man die von vornherein rein macht, soll man die nachher von der Seite, muss man dann nachher noch was dran schieben. Also die Achse sollst du von der Seite reinschieben und dann musst du nachher was oben drauf noch schieben und da hast du natürlich keinen Platz und das hättest du vorher machen können, wenn man das da hier befestigt, wenn man die zwei Teile hier befestigt. Sorry, ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also an manchen Stellen wäre es besser gewesen, er hätte manche Bauschritte ein bisschen vor den anderen gemacht. So ist es halt manchmal ein klitzekleines bisschen Gefummel an der einen oder anderen Stelle. Lässt sich aber bewerkstelligen. Ja? Also es lässt sich alles bauen, das ist nicht das Problem. Es ist einfach nicht die beste aller Bauanleitungen. Gut, ich sag mal, anspruchsmäßig ist daher, ja, ein bisschen mehr Anspruch als bei Lego ist es. Aber es ist jetzt vom Verständnis her nicht unbedingt anspruchsvoller. Einfach nur an manchen Bauen musst du dann halt manchmal ein bisschen dir überlegen oder musst vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen, um das richtig zu befestigen, um nachher wieder vorwärts zu gehen. Das ist so die Schwierigkeit bei dem Vehikel. Ansonsten ist okay. Ja, als Fazit, ich finde, es ist ein netter kleiner Go-Kart. Der Bauspaß war okay. Nicht der größte. Man hat aber nachher einen hübschen kleinen Go-Kart. Wer also Fan davon ist, kann sich das gerne tun. Und schlussendlich einfach mal so zum Bauen, um was Interessantes Neues zu lernen. Ist okay, kann man. Wie gesagt, ist jetzt nicht das innovativste aller Sets, aber man fängt ja sonst nichts Besseres damit an, oder? Besser als rumstehen zu lassen, baut man den und dann gucken wir mal, was wir noch finden. Es gibt noch ein paar Mocs, allerdings ist der hier nicht so ergiebig wie die Corvette von Lego seinerzeit oder natürlich der Lego Senna. Mein absoluter Favorit, was das angeht, weil es da unglaublich viele Mocs gibt. Was einfach daran liegt, dass wir hier zu wenig Zahnräder haben. Ja? Lego hat hier sehr wenig Technik verbaut. Also und vor allem wenig Technikteile, die interessant sind mit dem, was machen kann. Aber es gibt schon noch zwei, drei gute Mocs und die werde ich im Laufe der Zeit auch bauen und euch natürlich vorstellen. Ne? In der Zwischenzeit könnt ihr ja mal selber gucken auf Fabrikable. Ihr findet das eine oder andere.
Oder guckt euch meine alten Mock-Time-Videos an zum eben Lego Senna 42123. Hammergeiles Set. Die Corvette war auch nicht schlecht. Da lässt sich wirklich einiges draus bauen. Und auch die größeren Fans unter euch, ich habe jetzt ja, den vom 42111, den Dom's Dodge, der einen Fast Furious macht, habe ich ja auch schon zwei Mocks vorgestellt. Da wird es dann auch nochmal Mocks dazu geben. Also ihr seht, falls ihr noch nicht wisst, was ihr sonst noch mocken wollt, und ihr habt ein paar Lego-Technik-Sets zu Hause. Guckt rein, lasst euch neue Ideen nahebringen. Vielleicht gefällt euch was. Ja, genau. Okay, also vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bye, bye.